And for each page, you get the translation. Verkehr entsteht, um von einer Stelle A zu einer Stelle B zu kommen. Die meisten von uns erzeugen Verkehr jeden Tag. Sie haben auch Verkehr erzeugt, um hierher zu kommen, um abends zurückzugehen. Für diese Wege geht man zu Fuß. Man nimmt das Fahrrad, nimmt den Bus, nimmt das Auto, nimmt die Bahn. Verkehr und Mobilität sind daher wichtige und wesentliche Bedingungen der Funktionsfähigkeit einer Stadt. In einem Gesamtverkehrsplan können die wesentlichen verkehrlichen Zusammenhänge und die Anforderungen an eine zukunftsfähige Mobilität aufgezeigt werden. Entsprechend wurde im Neumarkter Gesamtverkehrsplan ein verkehrsträgerübergreifendes Konzept für die ressourcenschonende Mobilität und Gestaltung der Mobilität erstellt. Bei dieser Planung ging es also nicht darum, einzelne Verkehrsträger isoliert zu betrachten. An den Neumarkter Verkehrsplan wurde der Anspruch gestellt, Mobilität für alle zu ermöglichen, insbesondere für mobilitätseingeschränkte Personen. Es war ebenso Anspruch, dass Politik, Bürger und Verbände möglichst weitgehend und frühzeitig an der Verkehrsplanung partizipieren. Der Planungshorizont für einen Gesamtverkehrsplan ist das Jahr 2025. Es müssten also auch bis dahin alle strukturellen und baulichen Entwicklungen in die Verkehrsprognose mit eingestellt werden. Okay, so, the traffic master plan. Traffic comes to be when we go from A to B, from one place to another. There are different forms of traffic. Foot traffic, you go by car, you go by bus, you go by train. This is all traffic. Traffic and mobility is an important part of the town or the functionality of a town. And a master plan for traffic is also a very important thing to... put together a plan. It's important to put together a plan where we have maximum mobility, but we protect the resources as far as possible, so using minimal resources. It's important that we do not regard all the participants in traffic as individuals, but we need to look at the whole thing as a whole. So our cyclists, pedestrians, and so on, they're all part of the traffic. And Neumarkt finds it particularly important, as you can see here, to ensure that we have mobility for everyone, also for people with limited mobility. And all the participation of the public, so of the citizens, is also one of the major aims and requirements of this total traffic program. So people should be involved as early as possible. The target date for the completion of this traffic master plan, putting it into action, is 2025. And by then, all the planned structural and constructional developments in Neumarkt should have been considered and prognoses developed for the future. Die Arbeitsschritte, in denen wir den Gesamtverkehrsplan erstellt haben, kann man in fünf Phasen einteilen. Das ist einmal die Erwägungsphase, das ist die Analysephase. Es ist die Diskussion, wie das Verkehrsgeschehen in 15 Jahren aussehen soll. Es ist das Entwickeln von Maßnahmen und es ist das Zusammenführen der Einzelmaßnahmen in ein Maßnahmenkonzept. Die fachlichen Ergebnisse und Vorschläge der Planer wurden dann jeweils in einem Dialogverfahren nach Ende jeder Phase mit Betroffenen und Interessenvertretungen der Öffentlichkeit diskutiert und besprochen. Außerhalb dieses Ablaufes werde ich dann hier mit dieser Phase beginnen, in meinen Erklärungen, weil man dort am besten sehen kann, wie die Denkweise der Neumarkter hinsichtlich ihres Verkehrsgeschehens für die Zukunft ist. Okay, this is the basic procedure for the master plan, the traffic master plan in Neumarkt.
and it can basically be split into five phases. We have the collection, the data collection phase, then the analysis phase, then we have the discussion phase. Number three is how things should, how the situation, the traffic situation should be in 15 years' time. That is followed by the planning stage, where we put together plans and measures and calculate the effect these measures should have. And the final stage is putting it all together to create an actual concept for the traffic. The people involved in all of this are the specialist planners. And then we have politicians, the citizens, representatives of public bodies and private bodies, and anybody else who is affected in general. Now, this is Phase 3. Mit Leitbildern und Zielkonzepten drückt Neumarkt aus, welche grundsätzlichen Maßstäbe der Verkehrsentwicklung Neumarkt zugrunde liegen sollen. Teile des Leitbildes und des Zielkonzepts sind bereits im Stadtleitbild 2010-2016 Start die Stadt enthalten und kehren als fachliche Vertiefung im Gesamtverkehrsplan wieder. Hierzu zählen das Englisch, but in German, die Förderung einer integrierten und nachhaltigen Verkehrsplanung, die Optimierung der Verkehrsströme, die Gewährleistung der Erreichbarkeit und der Zugänglichkeit der Innenstadt, die sozial-, umfeld- und umweltverträgliche Gestaltung und Abwicklung der Verkehrssysteme, die Reduzierung von Verkehrsbelastung und Schadstoffausstoß, die Erhöhung der Verkehrssicherheit, die Förderung des Radfahrens, die Förderung des ÖPNV und nicht zuletzt die Schonung der natürlichen Ressourcen und Reduzierung der Umweltbelastungen. Alle diese Forderungen und Zielsetzungen sollen bei der Erarbeitung des Gesamtverkehrsplans bedacht und durch entsprechende Maßnahmen erreicht werden. So, Neumarkt has certain guiding principles, is a light builder, the guiding principles and conceptual aims in its traffic policy and developing its traffic policy. We have a list here of all the aims. Would you like me to read it out to you, or have you already read it? You've read it already. Okay. And the target is for a lasting and comprehensive mobility concept. These things are already securely anchored in Neumarkt's guiding principles. Yeah. So this is part of the principles of the town. On page number 5, you can read what to do to know something about the traffic in your town. I don't want to... No, you can take it. Der erste Arbeitsschritt war, das Neumarkt der Verkehrsgeschehen zu erfassen. Dies erfolgte, indem die Fahrzeuge gezählt wurden, Fahrwege auf Kreuzungen beobachtet wurden, indem die Fahrzeuge angehalten und die Fahrer befragt wurden, woher sie kommen und wohin sie fahren, indem Neumarkt der Bürger ein Fragebogen zugesendet wurde, in dem sie alle Wege aufschreiben mussten, die sie an einem bestimmten Tag zurückgelegt haben, und indem man weitere Verkehrsdaten analysierte. Durch diese Erhebungen entstand ein exaktes Bild des Verkehrsaufkommens, der Verkehrsmotive und der Fahrzeuge der Neumarkter Bürger. Zudem wurden im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs die Fahrpläne analysiert und andere ÖPNV-Daten ausgewertet. Und im Rahmen von öffentlichen Veranstaltungen wurden Bürger nach den Meinungen und Wünschen gefragt, um das jetzige und auch das zukünftige Verkehrsgeschehen von den Bürgern zu erfahren und mit ihnen zu diskutieren. Okay, we have a list here of how the traffic data is compiled. So, traffic was counted. How was it counted? People stood at junctions, basically, and counted the vehicles going past. Some of the vehicles were stopped, a lot of the vehicles were then stopped, and the drivers were asked about where they were going, where they came from, and so on, in order to collect this total data. Also,
surveys were sent to the households in Neumarkt, and the citizens then filled them in and filled out what distances they travelled on certain days. Yeah, so they put in all the data about their travel and how they travelled as a rule. Good, and then the traffic analysis was analysed, and from all of this information, we can compile an exact picture of what the traffic situation looks like in Neumarkt. So it's all put together, analysed to create this picture. And in addition to this, there was also timetable analysis of local public transport, and the data from the local public transport was also analysed. And the last point is the public participation. There were several meetings, if you like, where the citizens were asked for their opinions and their wishes with regard to the transport, and they had the opportunity to discuss their needs. Einige der vielen Erhebungsergebnisse seien an dieser Stelle genannt. Jeden Tag finden im Neumarkter Straßennetz 156.000 Fahrten statt. Das sind nur Fahrten von Kraftfahrzeugen, wovon 52 der Fahrten sind, bei denen Anfang und Ende innerhalb des Stadtgebietes ist. 43% aller Fahrten haben entweder Anfangs- oder Endpunkt in Neumarkt, das sind diese 66.000, und 8.000 Fahrten, das sind 5%, sind Fahrten reiner Durchgangsverkehr, die beginnen außerhalb des Stadtgebietes und enden außerhalb des Stadtgebietes. Diese Personen wollen nichts von Neumarkt. Neumarkt hat für das Auto insgesamt leistungsfähig ausgebaute Knotenpunkte. Das deutet darauf hin, dass für den Kfz-Verkehr auch in der Vergangenheit